du findest alles großartig an mir. Naja, also so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Also ich finde alles großartig an dir. Ja, ja, das ist ja auch was anderes. An mir gibt's ja auch nichts weiter auszusetzen. Naja, wenn ich dich so angucke, hast du einen ziemlich beschissenen Geschmack, was Brautkleider angeht. Das ist von deiner Mutter. Dir steht's fast noch besser als mir. Als mein Mann mich damals in der Kirche gesehen hat, hat er geweint vor Freude. Oder er hat einfach nur geweint. Ich habe mit Torben geschlafen. Sie hat mit Torben geschlafen? Du bist doch gar nicht der Typ, der mit irgendjemandem schläft. Ich weiß. Torben hat die Erde gewumst? So war schon eine Weile her. Torben! Du hast es die ganze Zeit gewusst und hast nichts gesagt? Alter, wenn mein Haus brennt, dann möchte ich ja nicht auch hören, dass gerade jemand meine Katze erschossen hat. Ich bin eine Schlampe. Nein, du bist keine Schlampe. Du bist ein Opfer der Umstände. Genau. Und wir leben ja auch nicht mehr im Mittelalter, wo man eine Hure wie dich geteert und gefedert und aufs Schandrad gespannt hätte. So wie die Erde um die Sonne kreist, kreise ich um dich. Du lässt mich wachsen. Ohne dich kann ich nicht sein. Was ist das? Mein Eheversprechen. Was für ein Witz. Das ist ein Eheversprechen? So lang? Sag jetzt nicht, dass du noch nicht dein Eheversprechen geschrieben hast. Ich dachte, ich sag einfach nur ja. Einfach nur ja? Linda, ich werde an deiner Seite sein in Armut, Krankheit und Scheitern. In Not und in Kriegszeiten, in Flucht und Vertreibung und in größtem Elend, bis das der Tod uns erlöst. Was meint ihr? Bisschen düster vielleicht. Also ich find's realistisch. Linda, ich fürchte, es gibt ein kleines Problem. Vielleicht hat Tom Jacka die Füße gekriegt. Er ist ein Freigeist. Wollte eigentlich nie heiraten. Das fällt ihm dann aber reichlich früh ein. Mama. Hat immerhin 50 Jahre gebraucht, bis ihn endlich jemand genommen hat. Linda, Schatz, ich verspreche dir, es wird alles gut. So schön wird dich nie wieder jemand heiraten. Und was ist, wenn irgendwas schiefläuft? Was soll schieflaufen? Nehmt euch doch einfach noch ein Stück von der Hochzeitskarte. Denkt doch einfach dran, wie es dir ging, bevor ihr euch verliebt habt. Und dann denkt dran, wie es dir jetzt geht. Und alles, was dazugekommen ist, das ist der Grund, wieso du für immer mit ihr zusammen sein möchtest. 1.000 Euro hätte vermasselt. Viel. Wie siehst denn du aus? Naja, dein Kleid habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Was habe ich gesagt? Abwarten.